Ort, das provisorische Parlament im Mainzer Landesmuseum. Wichtigster Programmpunkt am Mittwochmittag, die Vereidigung der neuen Landesregierung. Allen voran die alte und neue Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die erforderliche Zustimmung des Landtags, kein Thriller, sondern eher eine Formsache. Die Regierungschefin wirkt gelöst. Es ist so ein Moment, wo man weiß, man hat sehr, sehr viel Verantwortung, aber auch das große Zutrauen, dass Bürger und Bürgerinnen einem dieses Amt zutrauen, dass die Koalition sich eindeutig jetzt auch bekannt hat mit dieser Wahl. Das ist schon ein sehr erhebender Moment und ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre. Auch die unterlegene Herausforderin Julia Klöckner gratulierte der neuen Regierung. Und am Ende der Parlamentssitzung fanden die Polizeikapelle Man in Blue und der Landtag auch musikalisch zueinander.